Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Verantwortlichen der Stiftung Haus Lindenhof, 50 Jahre Stiftung Haus Lindenhof, 50 Jahre Arbeit für Menschen, für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderung. Ich bin dankbar, dass ich viele Jahre mit Ihnen diesen Weg gehen konnte. Wenn man 50 Jahre Stiftung Haus Lindenhof feiert, selbstbestimmt leben als Motto gewählt haben, was sagt das für mich jetzt als Landrat? Selbstbestimmt leben, das heißt für mich zunächst mal, dass wir jeden annehmen, ob des Alters, ob der Behinderung, dass er mit dazugehört, dass er Teil unserer Gesellschaft ist. Aber nicht nur Teil unserer Gesellschaft, sondern dass er auch wirklich teilhaben kann. Das halte ich für sehr wichtig, dass man aktiv dazugehört, dass man vor allem, egal wie alt oder ob man ein Handicap hat, dass man die Chance hat, sich aktiv einzubringen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Signal. Und natürlich auch das Thema Selbstbestimmung. Dass Ältere, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben selbst bestimmen können, so wie sie dann auch in der Lage sind. Das heißt, wir müssen sie auch unterstützen, ihren Wunsch dann zu äußern, ihre Selbstbestimmung anzunehmen. Und letztendlich gehört für mich auch zu selbstbestimmt Leben. Der letzte Punkt, das heißt Leben, Leben als etwas Positives, das Leben so annehmen, wie ich dann auch als Mensch mit meiner eigenen Philosophie, meinem eigenen körperlicher Unversehrtheit dann auch teilnehmen kann. Welche Zukunftswünsche habe ich mir, wenn ich an selbstbestimmt Leben denke? Dann ist es zum einen, dass ich mir wünsche, dass diese Gerechtigkeit der Generationen bleibt, dass es ein Miteinander der Generationen bleibt und eben nicht ein Gegeneinander, dass trotz der demografischen Entwicklung jung und alt diesen Generationenvertrag auch in Zukunft leben. Und der zweite große Wunsch wäre, dass ich irgendwann nicht mehr Inklusion erklären müsste, sondern dass ältere Menschen, dass insbesondere Menschen mit Behinderung einfach dazugehören. Ob es jetzt im Sport, ob es in der Freizeit, ob es im Wohnen, im Arbeiten, sondern ja, selbstbestimmt leben und Teilhabe heißt, wir müssen nicht immer Inklusion erklären, sondern es findet im Alltag statt. Und das Wichtigste am Schluss, dass wir als Landkreis, dass wir als Staat, dass wir als Gemeinschaft so stark sind, dass wir auch in Zukunft für unsere Schwächsten in der Gesellschaft ein offenes Ohr haben, dass wir diese gemeinsame Verantwortung leben und dann in 25 Jahren, in 50 Jahren wieder sagen können, selbstbestimmt Leben im Ostalbkreis funktioniert.